Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Videoansage von mir zu Hause, ausnahmsweise mal. Denn ihr kriegt heute ein kleines Update von mir zu meinen Haaren. Ich habe ja meine Haare transplantieren lassen. Mit meinem Partner Elite habe ich das Ganze gemacht, kriegt ein kleines Feedback von mir quasi. Und nachher würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt, wenn ich kurz nochmal was zu meiner Transplantation zum Besten gebe. Und jetzt viel Spaß beim Video. Ich bin ja am Start mit dem guten Günni. Ja, Mann. Also er ist vom Haftbefehl, ja, kennt ihr ihn vielleicht, der Dings da, wir haben ein bisschen connected, wir haben eine Mission hier. Wir werden jetzt testen, das beste und das schlechteste Schnitzel in Wien. Wir werden uns beides zu Gemüte führen, werden einen kleinen Vergleich werden wir machen. Ich habe noch keinen Plan, wo es jetzt längst geht, ich muss es selber gleich nochmal googeln. Ja, ich hoffe, euch wird das Video gefallen, lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen oben, einem Kommentar. Genau, es gibt natürlich wie immer auch einen Gutschein zu gewinnen, also einfach Kommentar reinknallen und dann lasst den Daumen oben glühen und jetzt geht's los zum ersten Schnitzel. Also, wir werden jetzt uns ein Taxi rufen oder Uber oder dieser Kram. Irgendwas mal gucken, ob ich das hinkriege mit meiner App noch. Und dann werden wir erst, ich weiß gar nicht, erst den besten oder erst den schlechtesten, Günni? Von schlecht auf gut. Von schlecht auf gut, ne? Ja, doch, hast recht. Wir werden erstmal den schlechten testen. Oh, Günni, ich schwör's dir. Wir sind andere Leute auch, Mann. Also, der Plan hat sich gerade geändert, Leute. Wir werden jetzt gucken, weil wir haben ein bisschen durchgerechnet. Wir leihen, glaube ich, ein Auto von Six oder Jubecar. Mal gucken. Und dann ballern wir mit einem Leihwagen hin. Ja, wir gucken erstmal, wie teuer das ist. Ich sag euch nur so. Vergesst, was ich gesagt habe, das war viel zu teuer, Mann. Für alle, die schon wieder dachten, ich mache jetzt an der Cover-Werbung, das ist viel zu teuer, Mann. 174 Euro, Fiat 500. Die S-Klasse für in Deutschland kriegt. Also nicht mit den guten Holle, doch. Guck mal, Leute. Echt, jetzt mal wirklich. Die Bison oder so heißt die App. 4 Minuten ist jemand da. 34 Euro zahlen wir jetzt. Taxi hätte 50, 60 gekostet. Das ist echt gut, Mann. Der gute Ali wird uns transferieren. Und dann, echt, bin ich gespannt, Mann. 2,2 Sterne, das schlechteste Schnitzel. Wie gesagt, lass den Daumen oben glühen. Auch für diese Auslandsmission. Dann geht's öfter mit einem guten Holle ins Ausland. Dann musst du sehen, dass ihr Spaß an diesen Videos habt. Hi, Ali, grüß dich. Wir müssen noch eben einmal gucken, weil wir wollten was essen. Wir wollten Schnitzel essen, weißt du? Und vielleicht haben die noch gar nicht auf, dann brauchen wir noch eine andere Adresse. Deshalb muss ich kurz noch mal eingeben hier die Adresse. Um 10 macht er auf. Es ist in Ordnung. Es ist alles im grünen Bereich. 10 Uhr Schnitzeltime. Also Leute, um das festzuhalten, Wien ist überall gleiche Reichweite. Vom Flughafen. Werde ich gerade verarscht, Ali, sei ehrlich. Das hört sich aber ganz stark danach an. Wien ist echt schön, ja, schöne Stadt. Wie heißt nochmal der Fluss hier? Es ist Donaukanal. Donaukanal, ne? Anfang hier, also Wien, ja. Die Stadt, ist ja, Schwerhardt. Pferd? Schwerhardt. Achso, ich dachte, das heißt Pferd. Kennst du Pferd? Schwerhardt. Wir fahren auch zu Pferd heute. Schwerhardt. Da ist der Cousin von Pferd, das ist Schwerhardt. Der hatte das schwer im Leben. Ali, sagst du, es ist teuer hier, Polizeien vergehen, ne? Was wäre für wild urinieren, wenn ich hier erwischt werde? Was kann ich? Wenn ich hier uriniere, sag ich mal, also hinpinkel irgendwo, wäre das auch teuer? Wie meinst du das? Wenn ich hier jetzt in die Ecke pinkel. Ecke pinkel? Pipi machen. Pipi machen, hier in die Ecke. Ah, ist auch teuer, ne? So, wir sind jetzt fast da, Leute. Wir können schon mal raus. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Minuten warten. Macht gleich auf. Kurz von mir zu Hause, wie versprochen, die Anlage zu meinen Haaren. Also erstmal, ich bin kein Fan von großen Fakten, aber ich muss euch ein paar nachher nennen. Ich möchte einfach sagen, wie es von mir her das Ergebnis. Ich blende hier die alten Fotos ein, ist heftig geworden. Es ist einfach krank geworden. Das Ergebnis ist mega. Wer was anderes sagt, der lügt. Was ich rückwirkend noch anders gemacht hätte, ich hätte hinten noch mehr Haarwurzeln einsetzen. Also ich habe mich dafür entschieden, nicht so viel hinten zu machen. Habe unterschätzt, wie schnell der Haarausfall hinten ist. Deshalb sieht man manchmal hinten noch die Kopfhaut durchschimmern. Aber nun ja, das hätte ich nächstes Mal anders gemacht. Zur Klinik, das ist die größte Haarklinik der Welt. Die allergrößte, 18.000 Quadratmeter, 13 Etagen. Ihr habt da modernste Technologie. Die haben jetzt so eine Sleep-Deep-Methode. Also ihr habt keine Schmerzen. Ihr bekommt eine lokale Anästhesie. Werdet in Dämmerschlaf versetzt, ihr habt keine Schmerzen. So, das sind Profis. Ich bin da gewesen. Rundum Paket. Ihr müsst nichts machen. Ihr werdet vom Hotel abgeholt. Ihr kriegt einen Brief, wann müsst ihr wo, wie sein. Ihr könnt euer Leben chillen so. Ihr kriegt Rundum-Service. Ihr habt so ein Neofoe-Set für danach zur Haarpflege, damit die Haarwurzeln besser anwachsen. Also ihr habt wirklich alles, was ihr braucht. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist in der Videobeschreibung auf den Link klicken. Da könnt ihr euch ausrechnen lassen, wie teuer das ist. Für manche ist das echt Qual mit diesem ganzen Haarausfall und so. Klickt da drauf, Videobeschreibung, Kosten einmal ausrechnen. Fragen kostet nichts. Genau, und jetzt geht's erstmal weiter im Video. Wir sind am Start, Leute. 9:33 Uhr, 27 Minuten warten und dann kann's losgehen. Scheiße, Leute, ich glaube, das ist der Schnitzel und ich glaube, der hat dicht, Mann. Google sagt jetzt genau hier, wahrscheinlich wegen schlechter Quali hat er jetzt dicht gemacht. Da ist 32. Müssen wir vielleicht da rein? Scheiße.
andere Seite. Ich hoffe mal, das wäre doch scheiße, Mann. Da ist die 32. Ah, hier ist doch noch irgendwas. Nee, das ist was anderes. Scheiße. Boah, vielleicht hat er echt schon dicht, Mann. Hier vielleicht auch nicht. Ich frag mal einmal nach. Oh, edel, Leute. Edel. Wir sind doch hier richtig. Sieht nur aus wie ein Italiener. König, weißt du, was wir machen? Also ich lese jetzt ein paar Kommentare durch, was da überhaupt steht, warum der so schlecht sein soll. Die machen uns jetzt schon Schnitzel. Echt korrekt. Also wir sind ein bisschen früher da und macht uns jetzt schon Schnitzel fertig. Dauert einen Moment. Boah, Schnitzel und Burger. So, gucken wir mal nach. Guck, wir haben einen Stern zum Beispiel. Gleich das erste. Statt den 40 Minuten, wie angekündigt, habe ich auf Essen eine Stunde 25 gewartet. Anrufen, wo das Essen sei, ist sinnlos, weil die Deutschkenntnisse kaum vorhanden sind. Essen war eiskalt und Kartoffelsalat eine extrem kleine Portion. Sehr ärgerlich. Guck mal, aber da sehe ich Potenzial trotzdem, weil zu spät kommen scheiße. Portion klein scheiße. Kalt kann man verbessern, wisst ihr? Ich habe schon mal so ein Video gemacht und die schlecht abgestimmten Dinger waren teilweise echt nicht schlecht. Und dann habe ich mir die Kritik durchgelesen, ganz viel zu spät nur oder so, wisst ihr? 5 Sterne auch. Also bei mir war alles okay. Pommes sogar knackig. Getränke in der Dose waren auch kalt. Die Props sind jetzt nicht die besten, aber Schnitzel eiskalt beim nächsten Kommentar. Fleisch dünner als ein Löschblatt. Also damit ihr auch seht, ich laber keinen Mist. Warten wir mal ab, lasst uns selber überzeugen. Ich glaube tatsächlich, es wird nicht schlecht werden. Guck mal, finde ich sehr interessant, weil ich ja mit dem Günni unterwegs bin und der kennt sich da aus in dem Bereich, wenn man mir zum Beispiel Lieferando liefern lässt. Und die liefern hier auch mit Lieferando. Du hast manchmal keinen richtigen Einfluss, weil du bist abhängig von den Fahrern bei Lieferando, wann die kommen. Die sagen dir dann, ich bin in einer halben Stunde da, du machst das Essen für dann fertig, dann braucht Lieferando eine Viertelstunde länger. Ja, dann ist das Essen kalt. Du musst es nochmal neu machen. Die Leute müssen nochmal länger warten. Viel Scheiße passiert anscheinend auch über Lieferando. Also interessant, ne, Leute? Es ist die gleiche Leier, wie ich schon öfter mal gesagt habe. Ein Gastronom, der stolz auf sein Produkt ist, wo alles sauber ist und der ein gutes Ding hat, der freut sich, wenn ein YouTuber kommt. Und hier kam die Dame eben zu mir und sagte nur, bitte nicht filmen, ne? Habe ich gesagt, okay, ich filme nur das Essen, ich sag auch nicht, wo das ist. Meinte sie, in Ordnung. Ja, das ist so, dass irgendwas nicht ganz perfekt ist, ne? Also Leute, Essen ist da, sieht schlicht aus, sehr schlicht, aber fresh. Nicht dünner als Löschpapier, ne? Ja, gut, ich gucke, ne? Pommes knackig, lecker. Kann man nichts sagen. Sind absolute Standard-Pommes. Schon mal gut gemacht hier. Sehr, sehr knusprig. Genau. Es ist schon sehr dünn, aber für mich sollte ein Schnitzel eigentlich gerade dünn sein. Klar, es darf nicht wie Papier sein, aber so im grünen Bereich. Also schmeckt einfach ein bisschen fade. Fehlt ein bisschen Würze. Bisschen Salz fehlt. Ich weiß nicht, ob das Ding TK ist. Vielleicht haben die es auch selber paniert. Aber ich sag euch ehrlich, ich habe schon viel, viel, viel Schlimmeres gegessen. Es ist tragbar. Schön Prost. Würde ich mir 5 von 10 geben. Einfach, weil ich das jetzt wirklich nicht verkehrt finde. Ich würde sagen, lass mir das Schnitzel Schnitzel sein und gehen zur besten Adresse. Und guck mal, wie der Unterschied ist. Ab zum besten Schnitzel. Also wir haben so ein gutes Timing, Mann. 500 Meter und der macht in 15 Minuten auf. Was will man mehr? Dann gucken wir mal, was das beste Schnitzel aus Wien kann. Also nochmal für euch, Leute. 6.169 Bewertungen. 4,5 Sterne bei Google. Das ist gut, Günni, ne? Okay, wir sind da. Es ist der Schnitzelwirt. Sticht jetzt nicht raus, als irgendwie, wo man denken würde, gleich von außen, boah, das ist es. Sehr gut, ne? Ich hab schon gesehen, nämlich der bestbewertetste Laden hier in ganz Wien. Ja, Schnitzelwirt. Sind Sie hier die Inhaberin? Ja. Geil. Wissen, wer am Freitag bei uns essen war? Warten Sie mal, die Angela Merkel. Wollen wir nicht. Nee, die hätten wir nicht genommen, ne? Ja, die wollen wir nicht. Die hat hier Hausverbot, also ich gebe mir selber Hausverbot hier. Ja. Cool, dann kommen wir direkt mit. Ach, der war hier. Der macht gute Musik. Also wirklich, das ist ein guter Arbeiter auf dem Bereich Musik machen. Aber sagen Sie mal, warum ist der Schnitzel hier so bekannt und so gut? Das ist einfach gut, alles frisch, alles selber gemacht. Ein Wiener Schnitzel, ganz normal mit Kalb, ne? Wir machen alles selber und das macht schon viel aus. Geil. Ja. Bald 50 Jahre hier. Also kann man das ja beinahe als Jubiläumsvideo hier sehen, ne? Und wisst ihr, woran man merkt, dass sie schon gutes Essen haben? Die freuen sich, dass hier jemand ihr Essen präsentiert, weil wir haben eben auch eins getestet, das war nicht so gut. Die wollten gar nicht, dass wir filmen. Charmanter Laden hier, das finde ich auch geil. Günni, das ist nicht so rausgemacht, ne? Es ist irgendwie auf Oldschool, auch so wie man es mag. Ohne Anmeldung können wir in die Küche. Oh, guck mal da wird das frisch gemacht. Leute, 6000 Bewertungen, das beste Schnitzel in Wien, das sagt schon alles. Da muss ordentlich vorgesorgt werden. Da wird viel von verkauft am Tag wahrscheinlich. Ne? Ja. Könnten Sie sagen, wie viel verkauft wird am Tag so von so einem Schnitzel? Ordentlich, ne?
Ja, das schon auf jeden Fall. Sie sind schon lange hier im Betrieb? 37. 37 Jahre. Auch noch eine 37. Ganz sicher nicht. Und Sie sind auch zuständig für die Qualität, kann man sagen. Das macht noch immer der Altchef. Ja, der Altchef aber noch. Natürlich. Was wird verwendet hier? Butterschmalz oder was verwendet? Nee, normal. Normales Lanzen. Ja. Okay, gut, dann schauen wir mal, was auf uns zukommt. Ah, die sind vorfrittiert, die Form müssen wir frittieren, die sind noch. Ja, ja, ja. Was für Teil vom Kalb wird da eigentlich benutzt für den Nein, das ist vom Karree. Vom Karree ist das? Ja. Also das originale Wiener Schnitzel ist ja mit Kalb, für die, Kalb, nicht wissen, ja, ne? Natürlich. Jeder will es natürlich, aber kann man es zahlen. Aber hier haben wir das originale Wiener Schnitzel, ne? Naja, schon, aber es ist vom Schwein, ja. Ach, ist vom Schwein sogar? Das ist schon vom Schwein, ja. Oha, okay, okay. Ja, gut, wir gucken, wie es schmeckt, Leute, wir gucken, wie es schmeckt. Du wirst überrascht sein. So, und das ist für euch beide. Also eine Riesenportion für uns. Ja. Das ist eine Riesenportion, Leute. Guckt euch das an. Unser Essen ist schon was fertig sogar. Was kriegst du zum Trinken? Wasser nämlich. Ja, genau. Okay, danke. Also die Zubereitung, ein Traum. Bitte? Ein Traum, die Zubereitung. Sie sind der Altchef wahrscheinlich, ne? Deutsch. Können stolz sein auf den Laden. Ja? Super Laden, ja. Wenn das jetzt noch schmeckt, dann haben sie mich. Servus. Vielen, vielen Dank. Das sieht klasse aus. Schneidet sich sehr geschmeidig. Man merkt die schöne Kruste da von ihrem Schnitzel. Ich glaube, die Panade kann man kaum besser machen. Das knackt. Du merkst die Frische von dem Schnitzel. Das sieht immer so leicht aus, aber da steckt eine hohe Kunst hinter. Also da kann ich mit gutem Gewissen sagen, an diesem Schnitzel habe ich nichts auszusetzen. Gar nichts. Eins muss ich noch sagen dazu. Klar, man merkt, dass das Schwein ist. Ich würde es aber jederzeit wieder bestellen. Also es ist besser als 90% aller Kalbschnitzel, die ich bestelle. Ganz frisch. Ich denke, hier wurde ein bisschen mit Essig gearbeitet. Sehr leckerer Salat. Diesen Schnitzel brauche ich gar nicht mehr probieren. Gebe ich in der Kategorie Schweineschnitzel eine 9,7. Ich habe noch nicht alle Schnitzel der Welt gegessen. Da müsste ich noch mehr auf die Fährte, um da eine 10 von 10 zu geben. Mehr in die Thematik rein. Jetzt allgemein im Schnitzelbereich würde ich jetzt mal sagen, gebe ich eine 8 von 10, weil ich doch das Kalbschnitzel vorziehe. Aber im Schweineschnitzelbereich kannst du nichts besser machen fast. Abschließend von mir auch nochmal der Hinweis in der Videobeschreibung. Der Link für die Haartransplantation. Guckt euch das an, guckt euch die Preise an, guckt, ob ihr da Bock drauf habt. Und genau. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Kurzes, knackiges Video. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da und den Daumen oben glühen. Wenn der glüht, dann geht das Video viral. Über den Support würde ich mich sehr freuen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Und ein Abo da lassen.